willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Gestern ging es um den HSV, wer das Video noch nicht gesehen hat, checkt mal die Videobeschreibung und die Playlist aus und heute geht es um den FC Augsburg. Heute geht es also im Tabellen 13. den FC Augsburg und wenn euch das Ganze heute gefallen sollte, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch über freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus zu OneFootball, meinem Partner für diese Serie, wenn ihr die neuesten Live-Scores, News und natürlich auch Kaderinformationen für eure Teams direkt auf euer Smartphone haben wollt. Dazu IG Vault, 6% Rabatt auf eure Coins, FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV, mein Merchandise und meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Wir legen aber los und zwar mit dem Trainer. Augsburg ist ja mittlerweile relativ etabliert in der Bundesliga, allerdings der Trainer noch nicht so ganz, 37 Jahre alt, Manuel Baum kam in der Winterpause, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr und hat den FCA dann zum Klassenerhalt geführt, unter anderem mit sehr, sehr schönen Spielen zu Hause. Die Heimstärke ist in meinen Augen ein großer Punkt, der den FC Augsburg beflügelt, weil auswärts ist der FCA in meinen Augen nicht so das Wahre, aber dazu kommen wir später. An sich haben sie mit Stefan Reuter auch einen sehr guten Geschäftsführer am Start, der gute Transfers einwickeln kann, wie wir bereits diesen Sommer auch schon gesehen haben und genau darüber möchte ich jetzt reden. Über die Transfers. Bisher sieht das die Saison nämlich gar nicht so schlecht aus. Abgegeben wurden Markus Feulner, Tim Mattausch, Marco Schuster, Halil Altintop, Albian Ayeti und Dominik Kor. Kor natürlich ein wichtiger Baustein so gesehen, Altintop auf jeden Fall auch in meinen Augen, weil der Kollege halt einfach mit seiner Routine sehr, sehr viel gebracht hat. Mattausch hat nicht wirklich was gerissen und Feulner ist einfach alt und geht in die zweite von Augsburg. Von daher, naja, nicht so wichtig. Aber Neuzugänge haben sie auf jeden Fall einige. Und zwar zum einen Erik Tommy, der kommt von Jahn Regensburg aus der dritten bzw. jetzt ja zweiten Liga. Daniel Opare kommt von der Leihe von RC Lens zurück, dazu Sean Parker von der Leihe von Nürnberg, Julian Günther Schmidt aus der zweiten Mannschaft, Marco Richter auch und jetzt kommen wir zu den Bundesliga-Transfers. Marcel Heller kommt ablösefrei von Darmstadt 98, Rani Kedira von RB Leipzig, Fabian Giefer kommt vom FC Schalke 04 für 750.000 Euro, Sergio Cordoba kommt von Caracas aus Kolumbien für 1 Million und Michael Gregoritsch kommt vom HSV für 5,5 Millionen. Das heißt insgesamt Ausgaben von 7,25 Millionen, Einnahmen von 3 Millionen, nicht sonderlich viel. Da sieht man wieder, Augsburg ist, auch wenn sie etabliert in der Bundesliga sind, nicht gerade ein reicher bzw. großer Verein und kann sich nicht unbedingt große Sprünge leisten. Die Frage ist, reichen diese Spieler zum Klassenerhalt? Wir kommen zur Kaderanalyse. Die Torhüterposition, die ist eigentlich ganz gut besetzt und zwar mit Johannes Gelios, dazu Fabian Giefer, dem Neuzugang, Andreas Lute und Marvin Hitz. Die große Sache ist nur, dass Hitz wahrscheinlich noch wechseln wird. Ich denke mal, das ist diesen Sommer relativ klar. Das ist ja relativ lange auch schon im Gespräch. Eigentlich war lange Zeit so ein bisschen das Motto, dass Stuttgart den kaufen würde, aber jetzt hat Stuttgart sich ja Ron-Robert Zieler geleistet und dementsprechend wird er dahin wohl nicht gehen. Ich bin gespannt, wo sie ihn hin verschlagen würden und ich bin gespannt, wer die Nummer 1 werden wird. Entweder Andreas Lute oder halt Fabian Giefer. Giefer ist wahrscheinlich, weil sie den gerade erst gekauft haben und weil der auch auf jeden Fall das Potenzial in der zweiten englischen Liga ja auch eine sehr gute Rolle gespielt. Allerdings weiß man es noch nicht so genau und Marvin Hitz hat halt schon so einen kleinen Anteil daran gehabt, dass der FCA letzte Saison nicht abgestiegen ist. Denn auch wenn er in meinen Augen nicht der allersicherste Keeper ist, ist er schon auf jeden Fall ein ziemlich guter und von daher nicht so unwichtig. Fabian Giefer ist auch ein guter. Ich weiß aber nicht, ob er genauso viel halten wird wie Marvin Hitz. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein Aspekt, wo ich so ein bisschen Sorgen mir mache um FCA. Kommen wir zur Innenverteidigung. Und da haben wir relativ gute Spieler, wenn man mal auf die Namen guckt. Und zwar zum einen Martin Hinterer, dann Jeffrey Chöveleo, dann Kevin Danso, Marvin Friedrich, Jan Ingvar Kalsen, Bracker, Christoph Janka und Tim Rieder. So, Tim Rieder, Christoph Janka und Jan Ingvar Kalsen, Bracker sind entweder alt oder relativ unerfahren. Ja, Rieder ist 23 Jahre alt, ist der wohl unerfahrenste von diesen drei. Das ist irgendwie logisch, weil die anderen beiden 32 sind. Der unerfahrenste von diesen dreien. Allerdings kann der theoretisch auch mal ganz gut aushelfen. Das ist in meinen Augen aber kein Spiel mit Bundesliga-Format. Genauso wenig wie Jan-Ingvar Kalsen-Bracker und Christoph Janka. Zumindest mittlerweile nicht mehr. Die können natürlich mit ihrer Routine weiterhelfen und gerade den jungen Verteidigern einiges mit auf den Weg geben. Aber trotzdem muss man auf jeden Fall da differenzieren. Und ich denke nicht, dass die beiden noch wirklich das Format haben, um in der Bundesliga mitzuhalten. Marvin Friedrich kommt ja von Schalke 04, wenn ich mich recht erinnere. An sich kein schlechter Junge. Auch hier, an sich auf jeden Fall ein talentierter Spieler. Allerdings ist auch da die große Frage, kann man mit dem für die Bundesliga planen oder hat der Bundesliga-Format? Naja, Kevin Danso hat sich zum Saisonende hin ziemlich gut bewiesen, der 18-Jährige, in eben der Bundesliga. Aber auch hier ist die Frage, reicht das wirklich auch für die kommende Saison? Das große Ding ist, sie haben halt davor noch zwei, die ziemlich Bundesliga-Format haben. Und zwar Jeffrey Chöveleo und Martin Hinteregger.
Problem dabei ist, dass Hinteregger umworben ist. Das liegt ganz einfach daran, der hat schon bei größeren Vereinen gespielt. Bei Leipzig war er ja eigentlich nicht so wirklich gefragt, aber er war bei Gladbach. Und momentan scheint Sampdoria Genua ziemlich an ihm interessiert zu sein. Die Wahrscheinlichkeit wird momentan hier bei Transfermarkt.de mit 14% betitelt. Ob das wirklich passieren wird, ist die große Frage, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, weil ein Marktwert von 8 Millionen ist für einen Verein wie halt eben den FC Augsburg relativ krass. Und von daher, naja, mal schauen. Allerdings ist das auf jeden Fall ein gutes Innenverteidiger-Duo, was relativ stabil wäre. Jedoch, auch da muss man sagen, abwarten, ob sie es überhaupt so halten können. Kommen wir zur Außenverteidigerposition und da sehe ich den FCA sehr, sehr gut besetzt. Konstantinos Stafilidis auf der linken Seite zusammen mit Philipp Max, das sind beides Klasseverteidiger, die auch offensive Qualitäten haben, was wir letzte Saison gesehen haben. Stafilidis mit einem unglaublichen Dampfhammer und Philipp Max gerade zum Saisonende hin plötzlich torgefährlich und auch stark, was Vorlagen angeht. Ich denke, da sollte man sich keine Sorgen machen, der Sohn vom ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönig Martin Max. Auf der rechten Seite dann Daniel Opare, ja gut, okay, der hat beim FCA noch nicht wirklich was bewiesen, aber Paul Verhaag, der Kapitän, der ja mit seinen 33 Jahren eine unglaubliche Routine an den Tag legt und der absolute Leader beim FCA ist. Und Georg Teigl und Raphael Framberger noch dazu. Beides jetzt nicht unbedingt Spieler mit Bundesliga-Format, beziehungsweise nicht, dass sie es bisher bewiesen hätten, aber kann man auf jeden Fall als Backup noch da behalten. Dementsprechend Außenverteidigerposition sehr, sehr gut besetzt, da sollte man sich keine Sorgen machen müssen. Kommen wir zum zentralen Mittelfeld. Damit zähle ich das Defensive und Offensive mit rein, weil da haben sie jeweils nur einen Spieler. Zwei Spieler im Zentralen, einen im Offensiven, drei im Defensiven. Daniel Bayer, Goy Kukaccha, Rani Khedira, Moritz Leitner, Jan Moravec und Jakob Kuh. So, also, Daniel Bayer, 33 Jahre alt, sehr routinierter Spieler, sehr gut in den letzten Jahren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch mit der Verpflichtung von Rani Khedira, ich mache mir Sorgen um den FCA. Ich mache mir wirklich Sorgen, weil für mich ist das kein Bundesliga-Mittelfeld. Für mich wäre das ein super Mittelfeld für die zweite Liga, aber nicht für die Bundesliga. Einfach wie gesagt, weil Bayer mittlerweile alt ist, ja. Und auch der wird irgendwann seinen Leistungseinbruch haben, beziehungsweise nicht mehr so unbedingt krank spielen können. Goy Kukaccha ist für mich letzte Saison teilweise relativ stark gewesen. Ist ein guter Sechser, gar keine Frage, aber auch in der Spieleröffnung nicht so krass. Und Rani Khedira, ja gut, man kann jetzt sagen, gut, er hat bei RB Leipzig gespielt und gelernt. Ja, ist richtig, aber da war er auch kein Stammspieler und hatte gar keine Chance. Und weiß ich nicht, ob das so der absolute Königstransfer ist. Moritz Leitner, ewiges Talent von Borussia Dortmund ehemals, konnte sich auch bisher nicht wirklich beweisen. Jan Moravec, eigentlich auch nicht. Und Kuh ist der Spieler, bei dem ich sage, wow, okay, Kuh ist wirklich stark. Kuh sehe ich auch extrem gut an. Aber auch da ist die Frage in meinen Augen, können sie den halten? Ich glaube schon. Nur reicht das, weil der als Zehner, ich mache mir Sorgen. Ich finde, da müsste eigentlich noch was passieren. Aber das Problem ist, es gibt absolut keine Gerüchte um den FCA. Gar keine. Also es ist nicht so, oder man sieht nirgendwo, dass die jemanden holen wollen. Und das, ja, wie gesagt, macht mir leichte Sorgen. Weil Kuh in meinen Augen der einzige Spieler da im Mittelfeld ist, vielleicht mit Bayer, der aber halt schon alt ist, mit Bundesliga-Format. Ha, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Muss da was passieren oder reicht das sogar in euren Augen? Die Außenbahn. Da sieht es dann wieder ein bisschen besser aus. Links haben wir Kajubi, Erik Tommy und Takashi Usami. Auf der rechten Seite Jonathan Schmid, Marcel Heller und Sergio Cordova. Auch wenn ich eigentlich dachte, dass der Stürmer wäre, aber dazu kommen wir vielleicht später nochmal. So, Kajubi auf jeden Fall auf der linken Seite ist kein schlechter. Der hat in der letzten Zeit immer wieder bewiesen, dass er ein relativ guter Verteidiger ist. Das große Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass der relativ formabhängig ist und verletzungsanfällig. Das heißt, wenn er jetzt mal verletzt ist, dann kann er sowieso nicht weiterhelfen, aber wenn er nicht in Form kommt, dann auch nicht. Und das wäre schlecht, weil auch wenn Erik Tommy in der dritten Liga sehr, sehr gut gespielt hat und ich glaube, dass das Team was werden wird, reicht das für die Bundesliga und Usami, weiß ich nicht, hat bisher noch nie in der Bundesliga wirklich was bewiesen. Rechte Seite sieht ein bisschen besser aus. Jonathan Schmid ist auf jeden Fall nicht mehr so stark wie bei seiner Zeit in Freiburg. Marcel Heller war in der zweiten Saison bei Darmstadt auch nicht mehr ganz so stark wie in der ersten und in meinen Augen kommt nur über seine Schnelligkeit. Mehr kann der in meinen Augen leider Gottes nicht. Aber an sich sind die Außen noch relativ gut besetzt, zumal sie halt Kaderbreite haben, die ich beim HSV beispielsweise ja nicht sehe. Ja, Sergio Cordova kann anscheinend auch auf der rechten Seite spielen, von daher ist das ganz schön. Dazu Michael Gregoritsch, der als Mittelstürmer gelistet wird, kann theoretisch auch Zehner links und rechts spielen. Von daher glaube ich, dass sie da relativ gut aufgestellt sind. Die Frage ist nur, reicht die Qualität für die Bundesliga? Und auch da schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich sehe das, ehrlich gesagt, und das ist ja meine persönliche Prognose, eher kritisch. Kommen wir zum Sturm. Marco Richter, Alfred Finn Bogason, Raul Bobadilla, eben Michael Gregoritsch, Dong Won Ji. Ja, das ist auf jeden Fall mal
eine Ansage. Dazu noch Sean Parker und Julian Günther Schmidt. Allerdings sind die halt bisher nicht so wirklich in Erscheinung getreten in der Bundesliga. Nichtsdestotrotz, Marco Richter ist ein Talent aus der eigenen Jugend. Mal sehen, was aus dem werden wird. Gregoritsch hat beim HSV in meinen Augen nie wirklich schlecht gespielt. Allerdings haben die HSV-Fans gesagt, dass er gewechselt ist. Gott sei Dank sind wir den los. Von daher möchte ich mir jetzt kein Urteil anmaßen. Ist aber ein Spieler, der auf jeden Fall überzeugen könnte. Wobei die ja die letzten Jahre immer extrem stark gewesen. Aber um den gibt es noch Wechselgerüchte. Genauso wie um Finn Bogason. Die beiden sind halt auch wirklich eigentlich mit einem Marktwert von 4 Millionen ziemlich stark. Und vielleicht auch zu stark für den FCA. Man weiß es nicht. Also für mich persönlich jetzt nicht. Aber also sie sollten auf jeden Fall mindestens einen von den beiden halten. Aber man muss sich trotzdem darüber Gedanken machen, ob die dann wirklich da bleiben. Dong Wonji ist auf jeden Fall auch kein schlechter. Ist ja ehemaliger Dortmunder. Und der hat immer wieder seine Qualitäten bewiesen, wenn er mal ran musste. Von daher, auf der Stürmerposition sehe ich da keine wirklichen Probleme. Zumal die sich alle in der Bundesliga schon bewiesen haben. Und gerade für den Bogason ein richtiger Knipser ist. Ja, dahinter ist G so ein bisschen in meinen Augen der Joker. Und Bobadilla ist so der Fighter, der Kämpfer, das ist die Kampfsau. Ne, von daher eigentlich eine ziemlich solide Geschichte. Die Frage ist nur, wo landet der FCA denn in meiner Prognose? Ja, und ich weiß, dass mich dafür die FCA-Fans, vielleicht teilweise viele andere, auch kritisieren oder hassen werden, aber ich muss halt irgendwo die Vereine hinpacken. Der FCA ist in meiner Tabelle 18. Ja, ich denke, für den FCA geht es jetzt nach einer relativ langen Periode in der Bundesliga wieder runter ins Unterhaus. Liegt ganz einfach daran, dass in meinen Augen der Kader nicht die Qualität hat, der Trainer in meinen Augen zu unerfahren ist. Und ja, auch wenn er jetzt in der letzten Saison mit diesem Hello-Wach-Effekt relativ viel noch bewirken konnte, ich nicht denke, dass das in der zweiten Saison unter ihm auch genauso laufen wird. An sich ist der FCA ein sehr sympathischer Verein, finde ich, der sich in den letzten Jahren aber auch wirklich, gerade im letzten Jahr, nur mit ganz viel Glück über Wasser gehalten hat. Und man muss sich halt wirklich fragen, ob das für die nächste Saison reichen wird, zumal halt alle Vereine auf einer Höhe sind und es halt eben nicht mehr so die klassischen Absteiger gibt wie letzte Saison mit Darmstadt und Ingolstadt. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, vielleicht seht ihr es ganz anders, vielleicht ist der FCA in euren Augen viel, viel stärker, ich weiß es nicht, ich persönlich sehe sie aber halt relativ weit unten und definitiv als Abstiegskandidat, beziehungsweise als Verein, der sehr stark um den Abstieg kämpfen muss, beziehungsweise um Klassenerhalt kämpfen muss und von daher, ja. Hatet mich, wie ihr wollt, dafür. Aber das ist meine Prognose. Ich muss ja irgendwelche Vereine auf 17 und 18 packen. Und dementsprechend kommen wir nächste Episode dann einfach zu Bayer Leverkusen. Die werden übrigens nicht 17. Das kann ich mal vorwegnehmen. Ich bin gespannt, wie ihr dieses Video fandet. Bewertet es auf jeden Fall. Checkt die Videobeschreibung aus. Schaut bei OneFootball vorbei und den anderen Links. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.